Da haben wir mal wieder eine neue Powerstation. Damit erstmal herzlich willkommen hier bei Avanti on Tour. Ja, ich hatte es mal in einem Video schon mal angekündigt, dass da was auf dem Weg ist von Alpha ISS Europe. Und da haben wir sie jetzt, die Black Bee 1000. Und die will ich euch in diesem Video mal vorstellen. Dazu hat Alpha ISS noch das passende Solarpanel geschickt. Zeige ich euch nachher mal draußen. Das ist ein 200 Watt Panel, ganz konventionell, kein High Voltage, sonst nichts. Also ganz normales Panel mit 200 Watt. Gucken wir uns nachher draußen mal an. Aber zunächst starten wir mal mit der Powerstation. Und ich werde das Video heute ein bisschen anders machen als sonst. Ich zeige euch erstmal ganz wertfrei, ohne Kommentare, mal die Anschlüsse, was das Ding für Features hat. Wir reden dann mal über die Vorteile und ihr kennt mich, wir reden dann natürlich auch über die Nachteile dieser Box. Starten wir mal zunächst mit dem groben Überblick. Die Black Bee 1000 ist im Grunde nach eine Powerstation, ja, aus der Mittelklasse. Wir haben einen 1000 Watt Wechselrichter, der aber in der Spitze auch bis 2000 Watt bringen soll. Wir haben, und das ist mittlerweile Standard, rein Sinus. Wir haben 1036 Wattstunden Akku, hier Lithium-Ionen-Akku. Das Ganze ist recht leicht. Wir haben knapp 10 Kilo. Also das kann selbst ich noch einigermaßen tragen. Das ist aber in der Mittelklasse eigentlich so das Normgewicht. Ja, schauen wir uns mal die Anschlüsse an. Wir haben links oben den Eingang. Darunter haben wir den gesamten Bereich der kleineren Anschlüsse. Wir haben zweimal USB Type A, wir haben zwei USB Type C, wobei den einen hier, den 100 Watt, kann ich auch als Eingang verwenden. Also, ne, ich kann die also tatsächlich auch über den Eingang hier oben dann laden. Schauen wir uns nachher mal an. Wir haben drei normale 230 Volt, die sind mit 1000 Watt belastbar. Ich habe es schon mal ausprobiert, also da geht auch mehr. Dann haben wir hier oben den normalen Zigarettenanzünderanschluss plus wieder zweimal diese 8 mm Klinkeanschlüsse, die wir hier eigentlich in Deutschland so gut wie nie brauchen. Hier oben über das Bedienpanel kann ich dann auch noch die Wireless Charger hier oben auf der Oberfläche einschalten, ne? Steht nämlich hier ein Aufkleber, Double Press Info. Und dann kann ich da oben drüber mein Smartphone laden. Ja, auf der Rückseite haben wir noch eine LED-Leuchte. Die lässt sich in drei Stufen einstellen. Ja, das sind jetzt hier drei. Und wir haben noch einen SOS-Modus, glaube ich. Ich glaube mit Double Tap. Ja, und dann macht er dreimal kurz, dreimal lang, dreimal kurz. Und beginnt dann wieder von vorne. So, da will ich euch noch gerade den Lieferumfang zeigen. Wir haben eine Bedienungsanleitung, die gibt es einmal auf Deutsch und auf Englisch, also alles drin erklärt. Wir haben einen 12 Volt Stecker für den Zigarettenanzünder, ne, hier oben auch wieder mit dem Klinkenkabel. Mitgeliefert wird auch ein USB Type-C auf Type-C Eingang, um über den 100 Watt ja, ein Ausgang zu laden oder halt auch externe Geräte zu laden. Und, sieht man auch selten, ein externes Netzteil, auch hier wiederum mit dem Klinkenanschluss für den Input. So, jetzt wollen wir mal schauen, ob wir das Ding auch über die 1000 Watt hinaus belastet kriegen. Erstmal hier einschalten den. Startet in der Regel bei 1000. Ich gehe jetzt erstmal auf 600 runter und dann schauen wir mal aufs Display. Ja, also interessanterweise, sie haut da hinten immer wieder 1000 Watt raus. Ja, okay, wie du meinst, gehen wir mal höher. Gehen wir mal auf 1000. Ja, und klar, das ist Induktion, das kocht jetzt schneller, als man gucken kann. Ja, also Display immer noch 1058, 1053, ich gehe jetzt mal auf 1200.
Wir haben mal 1400. Mal gucken, was sie macht. Ja, und hier sieht man schon, Induktion rockt. Da fängt es schon an zu blubbern. Ja, also ihr seht, sie bleibt konstant. Hinten haut sie die 1000 Watt raus, obwohl das Induktionskochfeld auf 1400 steht. Ja, und das Beeindruckende jetzt bei der Box ist in der Tat, sie ist komplett leise. Ne? Also das, was man jetzt hört, ist hier unten das Induktionskochfeld, aber nicht die Box. Ne? Die bleibt hinten konstant bei ihren 1000 Watt. Und hier kocht gleich das Wasser. Ja, ich bin jetzt mal im Induktionskochfeld auf 1600 Watt und da steigt sie aus. Ja, jetzt kommt auch eine Fehlermeldung kurz mal. Also 1600 war dann zu viel, aber bis 1400 war das machbar. Jo, und das ist für eine 1000er Box schon in Ordnung, wenn man da bis auf 1400 kurzzeitig hochgehen kann. Aber bei 1600 ist dann Feierabend. Ah, der nächste Versuch ist unser Standardföhn. Der hat einmal 800 Watt und einmal 800 bis 1200 Watt und einmal 1350 bis 1600. Starten wir mal Stufe 1. Ja, das steht jetzt hinten auf der Alpha ISS 718 Watt. Jetzt gehen wir mal in Stufe 2. Da steht jetzt hinten 1050. Auch das geht. Zwei Minuten später, der Föhn läuft immer noch. Also, das funktioniert auch. Als nächstes schauen wir uns mal das Solarpanel an. Wie gesagt, das nennt sich SP200. Hier hinter verbirgt sich dann der ganze Lieferumfang. Ja, auch hier, sage ich gleich auch noch bei der Box was zu, setzt man auf ein System, was mir jetzt nicht so bekannt ist. Na, also hier ist jetzt kein XT60 oder MC4 oder irgendwas. Na, hier geht es dann auch wieder in diesen 8 mm Rundstecker. Es liegen zwar hier ein paar Adapter und Verlängerungskabel dabei, aber ja, leider kein Standardkabel. Aufgebaut ist es relativ einfach, erinnert mich auch ein bisschen an die Solarpaneele eines Mitbewerbers. Wir haben hier hinten diese Klettfüße. Aber wie gesagt, das ist relativ easy. Steht das ruckzuck. Die Füße sind aber nicht verstellbar. Auch das gibt es mittlerweile bei vielen Solarpaneelen, dass man die Füße noch ein bisschen einstellen kann in der Höhe. So, das ist hier nicht. Und so steht es dann. Jo, und das ist jetzt ganz easy. Wir haben nur einen Eingang. Das heißt, da schließen wir jetzt das Solarpanel an. Und jetzt bin ich mal gespannt. Ja, und das ist eine Sache, die bemängel ich bei ganz vielen Powerstations. Die Ablesbarkeit des Displays in der Sonne. Ja, man kann es schemenhaft erkennen. Wir haben 121 Watt, die gerade reinkommen. Aber das müsste man jetzt dem Grunde nach glauben. Ja, ich versuche die Ladeleistung jetzt mal ein bisschen zu steigern. Ich habe da hinter dem Solarpanel noch die Powerstation eines Mitbewerbers stehen. Und da nehme ich jetzt mal den USB Type-C-Ausgang und schließe den mal hier noch an den USB Type-C-Eingang an. So, und jetzt sieht man, jetzt steigt die Ladeleistung an, aber maximal auf 175, 176 Watt. Mehr geht nicht. So, ich will euch jetzt das Solarpanel auch mal am Victron MPPT-Regler zeigen. Dazu muss ich allerdings ziemlich tricksen. Ne? Wir haben ja hier den 8 mm Klinkenstecker. Ich habe mir bei Amazon den falschen 8 mm Female geholt, aber Alpha ISS legt zum Glück hier noch zwei Adapter bei.
Da müsste eigentlich einer von funktionieren. Ja, jetzt haben wir zumindest hier mal einen Übergang auf ein gängiges Format, nämlich XT60. Und ich habe hier am Fahrzeug ja die Anderson. Das heißt, wir brauchen jetzt einen Adapter von XT60 auf Anderson. Jetzt seht ihr, das hier ist jetzt zweimal Mail. Also müssen wir jetzt noch hingehen und haben hier von Female auf Female. Also ich bin dem Grunde nach hier für alle Eventualitäten gerüstet. So, und jetzt haben wir Anderson und damit kann ich jetzt an den MPPT-Regler gehen. Und jetzt gucken wir mal in die App, was der sagt. So, gehen wir mal in die Victron-App rein. Oh, könnte jetzt natürlich sein, dass unsere Bordbatterie voll ist. Schauen wir mal. Ah ja. Also wie gesagt, das ist ein 200er Panel. Und ihr seht jetzt hier die Werte. Wir haben 156 Watt. Wir haben auch jetzt noch 12 Uhr Mittag. Und das Ganze mit 9,9 Ampere. Bei knapp 16 Volt. Also das ist in Ordnung. Ne? Und ich habe es auch wirklich jetzt super gegen Süden ausgerichtet, also voll in die Sonne rein. Ich denke, mit den Werten kann man leben für ein 200er Panel. Ja, was mir gut gefällt an der BlackBee 1000, das sind zum einen die beiden Wireless Charging Ports hier oben und die Tatsache, das ist eigentlich bei den wenigsten Power Stations, dass wir alle Anschlüsse mal auf einer Seite haben. Ja, bei vielen muss man dann fummeln, Eingang hinten, Schalter dann für die Ausgänge vorne, teilweise dann die Ausgänge hinten mit dem Schalter wieder hinten. Ja, ihr wisst, von welcher Power Station ich rede. Hier habe ich alles wirklich vorne auf einen Blick. Auch gut gefällt mir die Möglichkeit, das Ganze über USB Type-C mit 100 Watt zu laden. Das ist auch in Ordnung. Gewicht, denke ich, ist mit 10 Kilo auch völlig in Ordnung. Und von daher macht man insofern mit dem Ding nichts falsch. Aber das Ding hat auch ein paar Krücken und da kommen wir jetzt zu. Ja, und ich muss das vorsichtig formulieren. Die BlackBee 1000 erscheint mir so ein bisschen wie eine Powerstation aus der letzten Generation. Damit meine ich nicht die, die sich hier bei uns auf dem Asphalt festkleben, sondern aus der letzten Generation der Powerstations. Lithium-Ionen-Akku ist heute nicht mehr gängig. Überall setzt man mittlerweile auf Lithium-Eisenphosphat-Akkus mit deutlich höheren Zyklenzahlen. Ja, auch ein bisschen mehr Gewicht, aber Lithium-Ionen verwendet keiner mehr. Externe Netzteile. Und dann noch 180 Watt Max. Geht auch nicht. Klinkeneingang macht man heute auch nicht mehr. Also entweder XT60 oder noch besser ein intern verbautes Netzteil mit einem ganz normalen Kaltgerätestecker wäre für mich der Mittel der Wahl. Ja, das Ganze wird dann 500 Gramm schwerer, aber völlig in Ordnung. Insgesamt die Limitierung der Ladeleistung. Ich habe es euch jetzt auch nicht mehr gezeigt mit 12 Volt. Da ist halt dann auch bei 100 Watt irgendwann Schluss. Klar, 8 Ampere mal 12 Volt. Das ist dem Grunde nach ja von gestern. Da muss man auf jeden Fall bei der nächsten Generation nachbessern. So schön der Griff ist, zeigt das jetzt mal ganz praktisch. Ich finde nirgendwo einen Anpack für diesen Griff. Na, wenn man hier auf der Rückseite guckt, der liegt plan an. Wenn ich jetzt versuche, den da rauszuholen, muss ich irgendwo mit den Fingernägeln irgendwo drunter, um den zu packen. Hier eine kleine Ausbuchtung ins Plastik, dann kann ich den packen. Ja, reden wir zum Schluss noch über Preise. Die BlackBee wird gehandelt bei Amazon für knapp 1100 Euro und das passende Solarpanel
liegt bei 500 Euro. Also in Kombination liegt man dann bei 1598. Und ja, da muss man natürlich ganz klar sagen, da gibt es im Umfeld mittlerweile ein Haifischbecken an Mitbewerbern. Da müsst ihr gucken, ob ihr wirklich damit leben könnt. Wie gesagt, sie hat einige Vorteile, das will ich auch nicht außen vor lassen. Ne? Wer wirklich oben die zwei Ladeports braucht, wer eine absolut leise Powerstation braucht, klar, okay. Aber App-Steuerung haben wir hier zum Beispiel auch nicht. Von daher muss man gucken. Lieben Dank an Alpha ESS für das Gerät, für die Möglichkeit, hier ein Video zu machen. Ich hoffe, dass man aus den Anregungen ja einiges umsetzt für die nächste Generation. Ich sage euch, lieben Dank fürs Zusehen. Bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.